Herbert Wehner im Gespräch mit Klaas Butenschön. Guten Abend. Herr Wehner, die SPD im Umfragetief, dazu der Schlingerkurs von Gabriel in der TTIP-Diskussion und dann auch noch die Idati-Affäre. Glauben Sie eigentlich noch an Ihre SPD? Oh, sicher nicht. Dazu ist das Misstrauen zu groß, in diesem Fall ein berechtigtes Misstrauen. Den Wählern geht es ähnlich wie Ihnen. Bei der Wahl 2009 nur 23%, vor 2 Jahren dann nur um die 25%. Das waren Jahre des Aderlasses, Jahre der Unterdrückung. Das so zu verdauen, ist sicher nicht ganz leicht. Man hat ja auch das Gefühl, die SPD arbeitet das Ganze gar nicht richtig auf, sondern sagt, gut, bei der letzten Wahl, da lag es halt am Steinbrück und nicht am Programm. Das ist ein großer Irrtum. Und ich fürchte, diese Selbsttäuschung spielt auch eine Rolle mit in dem Wahlergebnis, von dem Sie eben gesprochen haben. Ja. Reden wir mal über Sigmar Gabriel. Was halten Sie von ihm? Ich war immer einer von denen, die den Mann mit Interesse begleitet haben. Begleitet haben in seinem politischen Werdegang. Diese politische Qualle. Was genau meinen Sie mit Qualle? Ist er Ihnen zu glitschig, zu schleimig, zu schmierlappig? Die Eigenschaften, von denen Sie eben sprechen, gibt es in einem leider zu hohem Maße. Verstehe. Sagen Sie mal, hat Gabriel Sie eigentlich schon mal um Rat gefragt, Sie vielleicht in sein Büro geholt? Hey, geholt ist gut, der hat mich sozusagen mit der Faust dazu genötigt, dass ich also... Dass Sie ihm schön nach dem Mund reden, schon klar. Herr Wehner, Sie als... Sie als SPD-Urgestein, was war schlimmer für Sie, als Sie von der Edati-Affäre erfahren haben oder als Sie gehört haben, dass McDonald's nie wieder Los Vojos anbieten will? Es war beides nicht einfach, um es kurz zu sagen. Das glaube ich Ihnen gern. Herr Wehner, vielen Dank für das Gespräch.